Was ist das denn jetzt? Meet Pierce, off to... My son Ramsay has been invited to a gathering of peers by Lady Edara. Wer ist Lady Edara? Lady Edara of Branswood aus dem Hause Karstark. Is packed and ready and clearly ready to leave. Ich weiß nicht, ob das ein... ja. Gute Idee von Lady Edara ist, Ramsay Bolton zu einer Party einzuladen. Aber naja, muss sie wissen. Steht da auch erstmal eigentlich keinen Grund, das nicht zu erlauben. Wir kümmern uns nicht so sehr um Ramsay. Soll er dahin? Meinetwegen. Have a good time. Haben wir für eine Zeit lang mal außen vor. Well organized levy service. Threshold gained organized service. Holding taxes plus 5%. Ah ja, das ist schön. Das können wir wirklich gebrauchen. Oh, um Gottes Willen, die Rebellen haben gerade. Die verlieren Schlachten. Die verlieren eine Schlacht nach der anderen. Und sind nur noch bei plus 4%. Okay. Das ist wirklich. Und hier ist es schon minus 90. Alles klar. Das wird sich bald erledigt haben. Ja. Ja, wir haben den Krieg verloren. Wir haben nicht wirklich daran teilgenommen. Also, schauen wir uns jetzt mal. Genau, jetzt ist es laut Roger Criswell, der hier die Kontrolle übernommen hat. Und wir haben das Ganze jetzt beobachtet nach Lord... Dann nochmal... Rodericks Tod. Ja, da ist in den Rules halt pures Chaos ausgebrochen. Er ist sein Sohn, der absolut unfähig war, irgendwie da die Kontrolle zu behalten. Alle seine Vasallen haben sich gegen ihn erhoben. Und jetzt herrscht da sein Bruder, der ja auch eigentlich nur eine Marionette von Lord Ryder zum Beispiel sein kann, der ja da von seinen Vasallen installiert worden ist. Also untragbare Zustände, und wir haben uns jetzt vorgenommen, wir bringen das da jetzt mal in Ordnung und bringen da mal wieder Ordnung ein. Und zwar, indem wir was machen? Indem wir jemand Neuen da einführen als Herrscher über die Wills, nämlich unsere Frau Bethany Roosevelt. Die ist nämlich auch eine Tochter von Lord Roderick. Und Scheiße, ich sehe gerade was. Wir können das gar nicht machen. Wir haben zu viel. Oh Mann! Das ist doch kacke. Würden 1200 Fame verlieren. Wo ist denn Fame? Was? Also, unsere Frau ist ebenfalls eine Tochter von Lord Roderick. Hat dementsprechend einen Claim auf die Rills. Wir könnten in den Krieg ziehen, um sie dort zu installieren. Und natürlich, wenn sie dann die Herrin über die Rills ist, würde dieses Gebiet, kurz oder lang, zusammen mit der Dreadfort an unseren Sohn Domerick fallen, wodurch unsere Gebiete vereinigt werden würden. Ja. Fame. Was ist das? Each point of fame a character gets increases their progress towards the next level of fame. When a character gains prestige, they also gain an equal. Ich glaube, das ist Charakter egal. Das ist. Okay. Wir werden auch disgraced. Disgraced is the lowest possible level of fame. The next level is established.
Secular Opinion minus 10, Number of Captains minus 10. Also in der Secular Opinion würde ich mal sagen, alle. Ja, alle. Jeder Charakter außer irgendwie religiösen Figuren verlieren 10. 10 Meinungen. Das ist Roos kackegal. Das kümmert ihn überhaupt nicht. Wenn eine derartige, wenn eine weitere High Lordship in den Händen der Boltons die andere Variante ist, dann ist uns das egal. Wir sind dann hart im Minusbereich, was Prestige angeht. So. Wir ziehen erneut in den Krieg. Wir sind Rickard of Grailheart. Ach, das ist der Entthronte. Das ist der Entthronte. Das ist ja interessant. Der Entthronte Lord Rickard Riswell. Das werden wir auch machen. Quasi ein Insider können wir immer gut brauchen. Aber was am wichtigsten ist, ja, dass die Umbers mitziehen, Call to War und dann ihn meinetwegen auch geht nicht. Ich nehme an, weil das ein Krieg gegen seinen Lehnsherrn sein würde. Deshalb funktioniert das nicht, aber das Raise all Armies. Wir haben diesmal Mangunellen dabei, deshalb hoffe ich mal, Dishonor comes at a cost. Ja, ja. Und Lord Walton Steelshanks. Oh. Wird die unsere Armee anführen. Wir machen das nicht selbst. Wir können einen weiteren Lifestyle Point vergeben. Und wir gehen mal auf Kidnapper. Dann können wir Leute gefangen, also ja, halt kidnappen. Das klingt auch ganz interessant. Und wir marschieren hier mal. Wir marschieren ja direkt auf die Hauptstadt zu. Wurde eine Aktion gegen Lord Eddard gegründet. Peasant Rebel. Ja gut, das hat Bauern unzufrieden. Das ist vollkommen egal. Ich hoffe, die Ambers, die ziehen mit. Ja, genau, da haben sie ihre Truppen ausgehoben. Was machen die denn? Könnt gerne mit runter. Das. You're invited to Lord Wifred's Hunt. Nee. Wir haben gerade echt andere Sorgen. Tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich will diese Features endlich zeigen, aber aktuell. Nee, macht keinen großen Sinn. Was ist denn jetzt hier mit den Umbers? Kommen die mal? Gathering? Noch 109 Tage? Ach kommt, Leute. Na gut, wir sind trotzdem hart überlegen, was die Stärke angeht. Solange werden wir es da definitiv aushalten können. Oder Lord Walton seinen Kopf verlieren. Ein Monat brauchen die was, um Gruppen zu versammeln. Hier ist was passiert. LOL! Moment. Ist hier gerade das passiert, was ich denke, das passiert ist? Wir gehen mir also. Leash imprisoned.
King Rhaegar imprisoned Lord Paramount Eddard. Die Rebellion ist vorbei. Lord Robert's Rebellion ist vorüber. Moment, wie ist das passiert? Ist das passiert, was ich dachte? Lord Paramount Stannis. Stannis ist der Lord Paramount und hat immer noch diese Rebellion der Estamans gegen sich. Okay, was ist mit Robert? Robert ist auch an der Mauer. Verdammt, jetzt habe ich. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das passiert ist. Was war der ausschlaggebende Moment? Vielleicht hat er Robert gefangen genommen oder so. Und er hat sie anscheinend alle zur Mauer geschickt. Das hier. Nee, Hoster ist noch da. Aaron ist auch an der Mauer. Aaron, Eddard und Robert sind an die Mauer verbannt worden. Vale herrscht jetzt die Tochter Lanalla. Lysa Tully ist die Regentin. Stannis herrscht in den Stormlands. Und Sarah Stark ist die neue Lord Paramount des Nordens. Die ältere Schwester unserer Schwiegertochter, unserer baldigen Schwiegertochter. Bedeutet de facto. Wow. Moment. Das bedeutet, unser Sohn ist nur einen sehr, sehr unglücklichen Unfall davon entfernt, die Herrin des Nordens zu heiraten. Das sind gerade, also, und, also aktuell, Catelyn Tully ist die Regentin für ihre Tochter Sarah. Das ist gerade sowas von geil. Das ist gerade sowas von geil. Können wir uns mit ihr eigentlich offer to join war? Mit welchem? Achso, sie sind die beiden. Eins. Entführen. Na, nee. Ja, Moment. Also, ja, wenn wir schon mal dabei sind. Ich meine. Oh, das ist aber. Einen. Dickte 71. Machen wir das jetzt? Ja. Wir warten erstmal. Wir sind geduldig. Wir machen hier nichts Überstürztes. Wir, Nachrichten mal weg, aber alt. Die Rebellion ist vorbei. Rhaegar hat gewonnen. Die Targaryen sind weiterhin auf dem Thron. Was ist das denn? Was ist denn hier passiert? Elia ist gestorben. Succumbed to her inherent weakness. Schade. Und wer ist das? Kira Payne. Okay. Das sind ja extremste Veränderungen, die hier auf uns zugekommen sind. Aber ich habe es ja genauso gesagt. So, dann beenden wir jetzt erstmal das hier zu Ende. Da stehen 2200 Mann. Wir haben 2000 Mann
Ja, sollte eigentlich. Machbar sein. Macht. Die Macht ist zum Greifen nahe. The deep places of the world. The peasants of the Dreadfort are a superstitious bunch, regularly coming to me with claims of sorcerers, giants and gods in this. Usually I ignore such claims as commoner theatrics, but this time they bring evidence. A dozen slaughtered pigs, torn apart too carefully for an uncoordinated wild animal, but unmistakably the work of claws rather than a knife. The locals insist this is nothing less than the work of a troll and demand a scour nearby woods to dispatch for the creature. I'll kill the beast myself. Nee, werden wir nicht machen. Grunt, take care of this. That sounds like a bear deal. Ah. Dreadfort gains troll attacks. Popular opinion minus 50. Danger plus 10. Wir könnten diesen namens Grunt wegen unseren Admiral. Boah. Nee, Roost. Glaub nicht an. Ah, da hauen sie ab. Nix hier. Ramsay Bolton ist zurückgekommen. Boah, okay, gut. Sind die Ambers sind auf dem Wege. Weiter zurück. Der Flucht. Ice fishing. During a walk through the mine domain, I come upon some frozen ponds. When the temperature is warmer, these are usually a great spot to go fishing, but it seems that even the colder climate has not deterred some small folk from trying their luck with ice fishing. It looks like they've punctured some holes to reach the water beneath the ice. I walk closer and take a look at their catches and equipment. They quickly notice me and immediately strike up a conversation about how well stocked the ponds are and how good the fishing is. One man even tells me he's here with his young son who has never been fishing before. Jetzt ein bisschen. Das ist absolut nicht Roost, diese zwei Sachen. Ja, dann nehmen wir das hier. We have no right fishing on my land, in my ponds. Och Leute, ey, jetzt geht mir doch nicht auf den Sack. Okay, dahin zieht ihr euch zurück. Ah, okay, ich verstehe schon. Jetzt schifft ihr euch ein. Wollt ihr denn hin? Wisst ihr was? Ist mir scheißegal. Ich belagere jetzt eure Burg. Wo sind die Ambers? Was? Da kommen sie. So, wie viele Jahre wird das jetzt dauern? Okay, 11 Monate. Ja, das... Da haben sich die Mangonellen, glaube ich, sehr gelohnt. The Traveling Bard. Carlon, an itinerant bard popular with the common folk, has arrived at my court. A local landowner encouraged him to seek me out so that he might perform for myself and my household. Prior to the performance, he came to me to ask what sort of music would be pleasing to my ears. Gold. Okay, da glaube ich, das würde Roos aber ausgeben. Das Sing to the Valor of House Bolton.
Carlon's performance went over swimmingly. Not a single member of my host left unimpressed. Beyond the specific ballad I'd requested, Carlon played many more gorgeous tunes, much to delight. Jetzt die Ambers. Die waren doch eben noch da. Der seine Truppen wieder zurück. Ich wusste schon, warum ich die Manderlys haben wollte. Was soll das denn? Du willst du Verbündeten? Das merke ich mir. Ganz klar, das merke ich mir.